Die einzige Chipübung der Welt, die gibt es wirklich. Aber es ist für viele Golfer ungewöhnlich. Guck mal weiter. Man kann wirklich exzellent chippen lernen mit nur einer einfachen Übung. Die wird sogar nur mit einer Hand ausgeführt und man lernt ganz genau das, was der Schläger selber machen möchte und wofür das Ding tatsächlich gebaut ist. Ein paar Mal im Monat mache ich meinen Wedge-Kurs für ein paar Stunden in Timmendorfer Strand und Leute kommen aus ganz Deutschland und sagen zu mir, ja, Paul, chippen habe ich ja schon gelernt und so weiter, kann ich aber nicht. Meine Ballposition geht rechts und die Hände vorne und ich denke so, oh, ach, vielleicht doch nicht so gut. Und wenn du ein bisschen länger hier an meinen Kanal schaust, dann weißt du, dass ich nicht unbedingt dafür bin, dass man die Ballposition rechts hat und die Hände vorne, weil man die Loftneigung reduziert, weil man die Bounce-Neigung reduziert. Noch viel schlimmer ist es, wenn Leute versuchen, die Hände ganz steif zu halten und nur pendeln, weil der Schläger ist dafür eben nicht gebaut. Und deswegen die einzige Übung, die man braucht, widerspricht all diese klischeebeladenen Tipps. Weil wir sind keine Roboter. Man kann die Bewegung des Körpers nicht robotenhaft ausführen, weil wir einfach viel zu viele Gelenke haben. Unsere Handgelenke bewegen sich in allen möglichen Richtungen. Wir biegen unsere Ellbogen. Schulter bewegt sich in allen möglichen Richtungen. Das zu versuchen zu unterbinden, als wäre man tatsächlich irgendein Roboter, ist einfach nicht möglich. Sogar der Kampf dagegen zu intervenieren und alles auszuschalten, ist tatsächlich so schwer, dass man den Ball gar nicht trifft. Und in dieser Position befinden sich so viele Golfer. Deswegen fragt man sich zuerst einmal nicht, was die äußere Form eines Chipschlags sein sollte, sondern wie soll Impact genau sein und was will der Schläger eigentlich machen? Weil diese Leute bei Callaway, die diesen Wedge gebaut haben, haben diesen Wedge mit Bounce versehen, mit viel Loft, mit dem Schaft an einer Seite des Kopfes, sodass er drehen will. Und klischeebeladene Golftipps sagen, das sollte man alles gar nicht machen, sondern einfach so pendeln und Ball rechts. Und das leider tut's nicht. Sicherlich gibt es ein paar Situationen auf dem Golfplatz, wo man sowas Ähnliches machen kann, aber es ist nicht für überall gedacht. Sondern was wollen wir im Impact machen? Im Impact soll der Schläger von oben nach unten auf den Ball kommen und den Boden etwas nach dem Ball bürsten. Einfach deswegen, weil wir etwas mehr von oben kommen wollen und bürsten wollen, sagt das uns zwei Sachen. Der Schläger muss von oben nach unten kommen. Deswegen ist eine gewisse Bewegung der Handgelenke durchaus sinnvoll, weil wenn ich einfach nur so mache, dann ist der Schläger gar nicht so weit nach oben gegangen. Wenn ich den Schläger ein bisschen laufen lasse mit dem Handgelenk, geht er höher und dann kann ich weiter nach unten schlagen. Also bewegen lassen der Handgelenke, nicht bewusstes Knicken, sondern bewegen lassen ist schon eine sehr gute Idee. Und dann wollen wir den Boden bürsten neben dem Ball, also nicht reinhacken, sondern tatsächlich bürsten. Und das sagt uns, dass der Bounce, die Bounce-Neigung des Schlägers im Moment des Treffens da sein muss. Wir können nicht den Schläger so weit nach vorne haben, dass kein Bounce mehr ist. Und wissen wir halt, an ein Lob Wedge ist vielleicht 8 Grad Bounce, an ein Sandeisen vielleicht 10 oder so. Mehr als 10 Grad nach vorne können wir die Hände nicht machen, sonst ist der Bounce-Winkel weg. So, was sagt uns das über die Bewegung, die wir machen müssen? Naja, der Schläger ist erstmal kopflastig. Das ganze Gewicht ist hier im Kopf. Und, wie wir gesagt haben, der Schaft ist an der Hacke des Schlägers gebaut. Und deswegen will der Schläger drehen, wenn ich den einfach mit zwei Fingern drehe oder schwingen lassen. Der dreht von alleine, Spitze hoch. Und das wollen wir zulassen, weil der Schläger das von alleine will. Die einzige Alternative wäre, dass man es versuchen würde zu unterbinden. Ja, dann bin ich damit beschäftigt. Also lass es passieren, weil wenn der Schläger offen dreht, dann bestehen gute Chancen darauf, dass wenn wir zurückkommen, Loft
um Bounce bleiben. Und wenn der Schläger nach oben dreht, dann winkeln die Handgelenke mehr und ich kann weiter nach unten schlagen. Also die zwei Dinge, die ich im Trefferment machen muss. Deswegen gibt es nur eine Übung. Und die geht so. Greif den Schläger in der rechten Hand, Füße etwas schmaler als Schulterbreite. Ich lege gerne die Ballposition an meine linke Ferse, aber das kann man eben schauen, wo am besten ist, aber bloß nicht zu weit rechts. Und jetzt tue ich mein Körpergewicht ein bisschen links und schaue, dass ich den Schläger pendle und ich lasse das Gewicht des Schlägerkopfs bewegen und drehe oder lass die Spitze des Schlägers nach oben drehen. Und wenn ich nach vorne mich mit dem Körper ein bisschen mehr bewege, als ich nach hinten mich bewegt habe, sieht man, dass ich den Boden links von dem Ball jedes Mal sehr wiederholbar bürste. Und wenn ich ein bisschen Selbstvertrauen aufgebaut habe, kann ich genau das mit dem Ball machen. Und mache ich einen super konstanten Treffer, deswegen, weil ich den Schläger einfach schwingen lasse und ich steuere nicht dazwischen. Von dieser Seite gesehen, sieht genauso aus. Ich lege ganz gerne meine Hand übrigens auf die Brust, um einfach wahrzunehmen, dass Bauch und Brust tatsächlich mitgehen. So weiß ich, dass ich den Boden etwas links von dem Ball bewege, weil ich hier tatsächlich den Motor des Schwungs gefunden habe. Also ich drehe mich schon hier, aber letztendlich die Bewegung wird auch zum Teil gesteuert durch die schwingende Bewegung des Schlägers. Und logischerweise ist es eine Frage zuerst einmal von Kennenlernen, dass man das eine Weile jetzt machen muss, bevor man dann an den Ball geht und genügend Selbstvertrauen hat, um einfach eine ganz einfache Chip-Bewegung nach vorne zu machen. Diese Übung ist die einzige, die wir brauchen. Hand auf der Brust, Ballposition an der linken Ferse und lang genug pendeln lassen, bis man spürt, dass der Schlägerkopf uns den Weg zeigt. Und dann vielleicht haben wir endgültig diese Klischeesachen für immer verbannt. Man steuert den Schläger nicht gerade. Man hält die Hände nicht vorne. Man muss die Ballposition nicht in irgendeine bestimmte Stelle stellen. Und es gibt keinen Unterschied zwischen Chippen und Pitchen und all diese Klischee-Dinger. Probier mal aus. Guck mal, wie es läuft. Wenn du das eine Weile machst, vielleicht eine Woche lang oder zwei, und dann poste mal hier unten in den Kommentaren, wie es dir gegangen ist, mit dieser Art und Weise zu chippen. Ich kann es garantieren, es macht richtig Spaß. Bis zum nächsten Mal.